Fokus Japan mit Globetrotter. Am Spezialist für maßgeschneiderte Reisen weltweit. globetrotter.ch. Tokio, was für eine Stadt. Erst gerade bin ich zum Flugzeug ausgestiegen und jetzt das. Menschen, Menschen, Menschen. Ich bin der Patrick Rohr. Bis vor ein paar Jahren bin ich Fernsehmoderator. Heute bin ich als Fotojournalist auf der ganzen Welt unterwegs. Hier in Japan will ich ein Buch mit Bildern und Text über das Land machen. Ich will wissen, wie die Menschen hier leben, wie sie denken. Merci fürs Warten. Ich bin froh, reist der Dennis Ginzig mit mir. Der Dennis ist halb Japaner. Der Vater ist Schweizer, die Mutter kommt von Japan. Aufgewachsen ist der Dennis in der Schweiz. Er redet aber auch Japanisch und hat eine Zeit lang in Japan gelebt. Darum ist er für mich nicht nur Sprach-, sondern auch Kulturübersetzer. In Japan sieht man nicht einfach so dahinter. Bis man nur schon all die Verhaltensregeln begreift. Beim Essen schlürfen finden wir ja zum Beispiel unanständig. In Japan ist es normal. Nur so entfaltet sich der volle Geschmack vom Essen im Müll, erklärt mir der Dennis. Ich kann mir vorstellen, dass die Reise recht spannend wird. Ich freue mich auf das Abenteuer. Man sagt ja, Japan sei eine Insel. Das stimmt nicht ganz. Japan besteht aus über 6'800 Inseln. Sie liegen im Pazifischen Ozean. Die nächsten Nachbarn sind Russland, China, Nordkorea, Südkorea und Taiwan. Meine Reise startet in Tokio, in der Hauptstadt von Japan. 10 Millionen Menschen leben hier. 42 Millionen sind im Grossraum Tokio. Der Dennis hat mir empfohlen, Fernsehen zu schauen. Das japanische Fernsehen sei recht lustig. Zucku-Zucku-Gel. Sehr lustig sogar. Und zu meiner Überraschung auch sehr schweizerisch. Schau mal diese Muskeln! Katschi-katschi sind sie! Katschi-katschi sind sie! Ja, das, ne? Tatsächlich, die junge Frau im Heidi-Kostüm ist auch halb Schweizerin, halb Japanerin. Ihr Name ist Christine Haruka Sato. Ja, so viel. Als Haruka Christine ist sie in Japan ein grosser Star. Sie ist eine sogenannte TV-Personality, jemand, der in den verschiedensten Rollen im Fernsehen auftritt. Als Moderatorin von Spielshows, als Talkgast, als Kultur- und Politkommentatorin. Auf Wiedersehen! Sayonara! Sie ist eine spannende Person, Haruka Christine. Mit 16 ist sie von Zürich, wo sie aufgewachsen ist, auf Japan gegangen, ins Heimatland von ihrem Vater. Allein, ohne Eltern. Ich hatte das grosse Glück, sie kennenzulernen. Das ist nicht selbstverständlich bei ihrem Terminkalender. Wir sind aber auch nicht schüchtern, ich habe die Kamera vor der Nase. Passiert das manchmal in Japan? Wir treffen uns in einem Park in Tokio. Ein ruhiges Gespräch mit ihr zu führen, ist fast nicht möglich. Die Leute im Park sind völlig aus dem Häuschen. Haruka sagt, das sei, weil heute die ersten Kirschblüten blühen. Warum ist das etwas Besonderes, das Ausbrechen von den Kirschblüten in Japan? Man sieht die Kirschblüten selber nur etwa für eine Woche. Ja. Und das bedeutet Frühling in Japan. Und das ist genau die Saison, wo das Schuljahr aufhört und wieder anfängt. Und dann hockt man einfach mit der Decke auf die Wiese und feiert. Und trinkt bis in die Nacht innen und isst und hat einfach ein lustiges Bett. Pizza zum Beispiel. Sakura-san, was hast du jetzt Lustiges gesagt? Ja, sie blühen doch nicht so sehr und dann. Was haben sie gesagt? Ja, ich sehe sehr viel Blüten. Sie sehen wahrscheinlich mehr. Durch den Alkohol. Du meinst, ich doppelt so viel wie Rasen. Ich bin baff. Ich habe immer gemeint, die Japaner seien ein eher ruhiges, kontrolliertes Volk. Auch ein bisschen zurückhaltend. Und jetzt erlebe ich, wie sie gerne festen. Kanpai! Und sogar am helllichten Tag gerne mal eins über den Durst streichend. Und wirklich zurückhaltend sind sie auch nicht.
Wo ist der Bahnhof? Da hinten? Ja, klar, mit dem Nächsten dort hinten. Ah, hinten und hinten. Ah, schau. Aber gar nicht schön. Das mit dem Fotografieren und fotografiert werden scheint sowieso nicht so ein Thema zu sein in Japan. Dann gehen wir mal in den Nudelshop. Nudelshop. Ramen-Shop. Ramen. 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 Okay, gern. Ich habe echt Hunger. Das ist typisch japanisch. So, jetzt haben wir den Automat. Da muss man bestellen. Was also, wir gerne jetzt bestellen gehen? Ja. Okay. Dann haben wir ein Ticket raus. Okay. 1000. 2000. Also man zahlt quasi vor. Genau. Und nachher wählt man, was man will. Genau. Okay. Da ist Ramen mit Nudelrefill. Jawohl. Das ist Nussramen. Jawohl. Wenn man drauf noch. Also es hat alles drauf, aber wenn man noch mehr will, kann man da drücken. Ich glaube, mir lange das da. Okay. Ja, einmal drücken. Ja, genau. Sehr gerne. Gut. So. Bravo. So, das war's. Jetzt haben wir schon gezahlt und alles. Einmal Dessert für mich, einmal Ramen und einmal Ei. Siehst du, aber jetzt wäre ich wieder aufgeschmissen. Keine Ahnung. Steht alles wie japanisch. Gut. Und jetzt? Ah. Hi, Itadakimasu. Das sind die offenen Plätze. Da können wir da sitzen. Ja, genau. Okay. Speziell am Ichiran ist, dass man kann sehr gut allein kommen. Ja. Man sieht nicht, wie die anderen essen. Ist sehr gut. Und das da? Das ist. Wata. Wateru. So geil. Ah, sehr. Das finde ich so genial an Japan. Man denkt immer an alles. Das ist Ichiran. Also, du hast natürlich die Nudeln bestellt, aber du hast noch nicht bestellt, wie du die Nudeln haben willst. Ah, das kann ich jetzt ausfüllen. Ja, genau. Dann da drücken. Es ist aber speziell, dass man sieht die Leute nicht und sie sehen uns nicht. Also, das finde ich sehr eigenartig. Für scheuche Japaner, ja, können auch allein da kommen. Und schon bringt ein gesichtsloser Kellner die Suppe. Arigato gozaimasu. Wie sagt man? Itadakimasu. 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 Gut. Kellner, die man nicht sieht, Gäste, die sich abschotten, schon ziemlich speziell. Geht man sich echt in Japan überhaupt aus dem Weg? Ich habe nämlich auch schon gehört, dass man hier keine Meinung dürfen haben. Stimmt das? Viele haben ihre Meinung, aber sie sagen es trotzdem nicht, weil sie vielleicht Angst haben, dass, wenn jemand anders eine andere Meinung hat, sie dann nicht mehr gut zusammen auskommen, zum Beispiel. Okay. Dass der ganze Mensch irgendwie abgelehnt wird. Abgelehnt wird, also, genau. Ja. Nicht nur die Meinung. Also die Stimmung ist sehr wichtig. Also wirklich wahrnehmen, was passiert rund um dich. Stimmung lesen, ja. Ein lehrreiches Essen mit der Haruka Christine. Wir gehen noch ein Haus weiter. Und jetzt? Was machen wir noch? Also, zum Schluss bringe ich dich noch zu einem Ort, zu einem typisch japanischen Ort. Was, das Blaue? Da? Das Blaue, ja. Okay. Und das heisst? Karaoke. Oh! Danke, viel, viel mal. Danke, viel, viel mal. Am Abend will mir Dennis Tokio der Nachtleben zeigen. Bevor er in Zürich seinen Job als Digital Designer bei einem Laufschuhproduzenten angefangen hat, hat er in Japan studiert und eine Zeit lang in Tokio gearbeitet. Er weiss, wie man sich in der Stadt bewegt. Ist das eigentlich safe da? Also ich habe mein Portemonnaie da in der Tasche. Ja, ich habe es hinten. Du hast es hinten? Wenn wir in Japan sind, geht das, finde ich. Weil sie sind sehr streng in Japan. Aha, mit der Polizei. Also es ist sehr drakonisch. Ja. Du verlierst dann dein Gesicht. Also wenn du das mal machst und alle wissen das, dann ist deine Familie erledigt.
Verrückt, weil die Japaner so ein grosses Zusammengehörigkeitsgefühl haben, gibt es Sachen, die man einfach nicht macht. Zum Beispiel stellen. Die Angst vor dem Gesichtsverlust hat also durchaus ihre Vorteile. Kabukicho heisst es. Kabukicho? Kabukicho. Kabukicho. Das ist so, das Rotlichtviertel von Tokio. Ja. Also, wo Tokioter einen Ausgang gehen oder nur so, wenn man auf der Suche ist nach dem Rotlicht. Nein, es hat auch gute Bars und so. Du kannst da gut gehen, trinken gehen, ja. In den Ausgang. Ja. Das ist das Legendäre. Am Rand von Kabukicho liegt Golden Gate, das alte Prostituiertenviertel. Prostitution ist seit Ende der 1950er Jahre verboten. Da, wo früher die Bordelle waren, sind heute Bars. Ein paar hundert. Sie sind richtig verschachtelt und meistens nicht grösser als ein Stube. Komm, okay. Okay. Großartig, hier gefällt es mir. Es ist klein. Schau, all die Drinks. Stammgäste haben ihre eigene Flasche. Jeder Gast hat seine eigene Flasche. Ist auch schon mein Name vom Gast. So, if I would be wenn ich hier Gast wäre, dann hätte ich meine eigene Flasche und würde jede Nacht hierher kommen. Nicht jede Nacht, vielleicht einmal pro Woche oder zweimal. Okay, Kampai. Kampai, Kampai. Kampai. My name is Patoriko. Patoriko. Ich habe heute gelernt, dass ich es so betonen muss. Patrick. 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 Ah, ist okay. Arbeitest du hier oder gehört dir die Bar? Nein, das ist nicht meine Bar. Ich habe zwei Jobs. Ich verkaufe Secondhand-Kleider und arbeite hier. Ah, okay. Du verkaufst Kleider? Ja. Die Kleider kaufe ich in den USA, bringe sie hierher und verkaufe sie online. Oh. Du reist also viel? Ja, ich besuche meine Verkäufer jedes Jahr. Aha. Das Leben in Tokio muss teuer sein. Ja, sehr teuer. In den USA kostet dieses Shirt $1 bis $2. In Japan 5 bis 6.000 Yen. 50 Franken. $50. Du kaufst sie also für $2 und verkaufst sie für 5.000 Yen? Das ist ein Geheimnis. Du bist ein guter Verkäufer. Der Hugo ist mir sympathisch. Ich würde ihn sehr gerne fotografieren. Am liebsten daheim. Dann würde ich nämlich auch sehen, wie jemand wie der Hugo lebt. Ich frage ihn, ob er einen echten Heimat darf besuchen. Er sagt ja. Der Dennis ist überrascht. Dass man in Japan jemanden zu sich heim einlade, sei doch eher ungewöhnlich, sagt er. Normalerweise findet das Sozialleben außerhalb der eigenen vier Wände statt. Konnichiwa. Guten Tag, wie geht es? Good. Gut, dich wieder zu sehen. Great, thank you very much. Great to see you again. Der Hugo ist 37. Seit ein paar Monaten wohnt er wieder daheim bei seinen Eltern. And this is the store? Und das ist also der Laden. But that's great. That's great. Großartig. Das ist also, was du online verkaufst, was du in einem Webshop verkaufst. This is your store. This is what you are selling online. Yeah. Okay. Und alles ist aus zweiter Hand. Yep. Yep. Imported from 90%. Hier. Hier. Das Leben in Tokio ist sehr teuer. Darum hat der Hugo, wie viele Japaner, zwei Jobs. Das ist streng. Aber noch viel strenger war es früher, als er noch als Büroangestellter gearbeitet hat, als sogenannter Salaryman. Manchmal konnte ich nachts nicht nach Hause. Ich arbeitete in der Firma und schlief in der Firma. Wirklich? Du schläfst im Büro? Wo? Am Schreibtisch? Am Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch, so. Echt? Und am Morgen aufwachen, weiterarbeiten? Ja, oft. Wie lange machtest du das? Vermutlich 8 Jahre. 8 Jahre? Ja, etwa 8 Jahre. Jetzt hat er mehr Freizeit und mehr Freiheiten.
Aber es gibt Sachen, wo Selbstständige nicht möglich sind. Eine eigene Wohnung zu kaufen zum Beispiel. Ohne festes Einkommen geht das in Japan nicht. Oh, that's a nice pant. Dafür lebt er mit seinem Webshop einen grossen Traum. Wow. How do you find things? Wie findest du hier etwas? Weißt du, was wo liegt? Ja. Wo ist das Patagonien-Shirt? Ich erinnere mich. Du hast also ein System, ohne ein System zu haben. Ein System? Nein. Kann ich dir helfen? Ja. Ich kann einpacken. Jetzt das Shirt. Ich muss die Adresse schreiben. Oh, kann ich probieren, die Adresse zu schreiben? Du? Ja, auf Japanisch? Ich kann es versuchen. Sind das chinesische oder japanische Zeichen? Oder ist das ein Mix? Das sind Kanji, japanische Zeichen, aber ursprünglich aus China. From China. Chinese. Chinese original. Okay. Yeah. Like this. Cross. Cross. Yeah. Okay. Perfect. So good. Sehr gut. It's so difficult. Es ist schwierig, echt? Nein, du machst das gut. Ja, yeah, gut. Ich glaube, der Name reicht. Hier hat es mir zu viele verschiedene Zeichen. Kannst du die Adresse schreiben? Me? Yes. The rest, please. Yeah, yeah. Was wird dein Kunde denken? Sehr gut. Besser als meins. Ach, hör auf. Better than me, yeah. Langsam ist unser Verhältnis so gut, dass ich frage, ob ich ein paar Fotos machen könnte. Schau ernst. Meine Vermutung war richtig. Der Jugo daheim ist ein sehr gutes Fotosujet. Das ganze Leben ja im Bild. Und er ist ein feiner Mensch. I wish you good luck with your shop. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Shop und in der Bar. Bye bye. Bye bye. Der Jugo macht etwas, was der japanischen Gesellschaft nicht viele Leute machen. Er geht seinen eigenen Weg. Der Dennis hat in Tokio ein grosses Beziehungsnetz. Er will mir einen Freund vorstellen. Der sei sehr fotogen. Vor einer Woche hat er nämlich an den Mr. Japan-Wahlen teilgenommen. Welche? Das hier unten. Das schicke schwarze Auto? Ja, er hat so einen Crown, so einen Toyota. Schön. Schön. Let's go. Ciao. Yuki. Yuki, ja? Yuki. Konnichiwa. 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 Der Yuki heisst mit vollem Namen Yukinobu Takanashi und ist 26 Jahre alt. Er ist der Sohn eines Fischhändlers und wohnt mit dem Auto ungefähr eine Stunde außerhalb des Zentrums. Richtig zufrieden mit seinem Leben ist der Yuki nicht. Er würde gerne anders leben, glanzvoller. Auch er hat zwei Jobs. Er arbeitet am Promostand eines Autohändlers und im Laden von seinem Vater. Da verkauft er ein paar Mal in der Woche Fisch. Die Idee ist, dass der Yuki den Laden von seinem Vater bald einmal übernimmt. Oh, das ist ein schöner Laden. Ja. Das ist Cousine. Das ist Cousine. Patrico Sashinkades. Ich bin Patrick, ich bin Fotograf. Namago. Ist der Yuki ein guter Fischverkäufer? Yukinobu-kun wa kono shigoto umaku yatte masu ka? Weil er so gut aussieht, ist er sehr beliebt bei den älteren Damen. Und darum verkauft sich der Fisch auch besser. Der Fischladen von Yuki, seinem Vater, ist ein Paradies für Fischliebhaber. Und das sind in Japan ja praktisch alle Menschen. Sehr, sehr entspannt und natürlich. Das gefällt mir. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, schön. Schön. Okay, das kommt gut an. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist mein Favorit. Schauen wir mal, ob es scharf ist alles.
Aber schau mal, er wirkt so anders vor der Kamera, das ist krass. Ja. So anders. Wir packen noch ein paar Fische und machen uns auf den Weg zum Jücke heim. Ich frage ihn, ob er eigentlich nicht Modell hätte werden wollen. Doch, sagt er, aber sein Weg sei wahrscheinlich ein anderer. Denkst du, dein Vater erwartet von dir, dass du den Fischereiladen übernimmst? Oder ist das etwas, wo du findest, es gefällt mir, ich will es unbedingt selber weitermachen? Ich muss den Laden nicht direkt wegen meines Vaters übernehmen. Aber meine Eltern haben das Geschäft aufgebaut. Ich fände es schade, wenn es nicht weiterginge. Ich möchte es weiterleben lassen und dann meine Kinder weitergeben. Als Familienvermächtnis. Viele Menschen in Japan träumen von einem anderen Leben, erzählt mir der Dennis. Aber am Schluss entscheidest du dich halt doch meistens für den traditionellen Weg, auch der Yuki. Okay, okay. Konnichiwa. Wie viele junge, unverheiratete Menschen lebt er noch daheim, zusammen mit dem Vater und der Großmutter. Die Mutter ist vor einem Jahr an Krebs gestorben. Sumo, ja. Sie freut sich immer auf Sumo. Ja, ja. Wäre sie froh, ihre Enkel wäre Sumo-Ringer geworden, statt Mr. Japan-Kandidat. Yuki-chan, ich wollte Sumo-Tori werden. Yay! Yeah. Das Ist sie stolz auf den Enkel, dass er da mitgemacht hat? ここに参加してくれて嬉しいですか? ja, sie hat sich sehr gefreut. Ah, ja, ja. Zusammen machen wir Nabe. Das ist ein traditioneller japanischer Eintopf. Der Yuki nimmt dazu Sojamilch, Sesam, Dorsch, Muscheln und Krevetten aus dem Fischladen, Poulet-Pilz und Gemüse. Finish. Wow. Itadakimasu. Und das heisst, ich nehme es an. Du bedankst dich beim Koch fürs Essen. Itadakimasu. Und in meiner Sprache heisst das ein Goethe. Du hast es gut gemacht. Ein Goethe. Ein Goethe. Die Metropolitanregion um Tokio ist die größte auf der Welt. 42 Millionen Menschen leben hier. Und das auf einer Fläche, die nur ein Drittel so gross ist wie die Schweiz. Und es kommen immer mehr Leute auf Tokio. Viele von ihnen suchen den Raum, wie Ski. Sie hoffen, Idols zu werden, Stars, oder wie man in Japan sagt, Idoru. Im Millionenmoloch Tokio sind es Zehntausende von jungen Frauen und Männern, die so weltberühmt werden. Okay. Ich würde gerne hinter die Kulisse auf dem japanischen Pop-Business schauen. Very good, thank you very much. Und ich bekomme die Möglichkeit. Ich darf eine Gruppe treffen, die schon ein bisschen weiter ist. Kamen Josh. Kamen Josh, auf Deutsch übersetzt heisst das «die Maskenmädchen». In ihrer Biografie steht, die Maske trage sie als Zeichen von Protest gegen den Schönheits- und Jugendwahn in der Popindustrie. Was an dieser Geschichte dran ist, der Mann muss es wissen. Der Kohei Ikeda ist Manager von Kamen Josh. Er bringt dich zu einem der etablierteren Mitglieder von seiner Band, zu Erina Kamiya. Ah, konnichiwa. Erina ist 25, gleich alt wie ihr Manager. Thank you for your time. I love your outfit. Dein Kostüm gefällt mir. Ich auch, totemo suki desu. Yes. Very nice. And sehr hübsch. Und sind das die Schuhe, die dazugehören? Itsumo dori no kutsu desu ka? Yes. Und die quietschen ja so lustig. Oto ga suru desu ne. Neben Kamen Josh betreut er auch andere Starlets. Das heißt, sie sind sehr beliebte Covergirls. Ah, this is you. Ah, das bist du.
Wie ist das für dich, auf einem Magazincover zu sein? Sie freut sich sehr. Und auch weil sie dann nachher das Gesicht des Magazins sozusagen ist, ist es eine grosse Ehre für sie. Wow. Sie hat sehr Freude, weil sie sich so viel machen lässt. Ja. Okay, er ist ganz deutlich. Er sagt, es ist auch sein Job, dort, wo kein Talent ist, das so aussehen zu lassen, als wäre es Talent da. Okay. Das ist die grösste Waffe, die sie haben, ihre Maske. Okay. Also zum Beispiel der visuelle Eindruck, das ist ein Eindruck mit einer Maske, die sehr stark ist. Ja. Mit dem tun sie eine Identity aufbauen, die man wieder erkennt. Das ist Waffe Nummer 1 vom Management. Okay, wir müssen langsam uns schon bewegen. Okay. Wir müssen an den nächsten Ort scheinbar gehen. Die Masken sind also vor allem ein guter Marketing-Gag. Kein Protest. Der Erin an ihrem Tag startet in Akihabara, einem beliebten, leicht trashigen Vergnügungsviertel von Tokio. Das ist jetzt schon nicht der glamouröse Job, was ich mache, finde ich. Nicht mega, nein. Nicht unbedingt. Das ist ja auch eine sehr viele Prominenz. Part of the show, was er macht. Also, klar. Sie soll Werbung machen für die Virtual Reality Brillen, oder was? Das könnte für uns sein, weil sie machen ja nur Fotografien. Sie müssen ja nicht. Aber vielleicht erlebt sie das auch intensiv. Oder? Ja. Ja. Cam und Josh sind nicht nur Sängerinnen, sondern auch Modell für Werbungen. Der erste Job heute ist ein Werbeshoot für eine Firma, die Virtual Reality Brillen verkauft. Jetzt weiß ich, was ist. Wow. How was it? Wie hat sie das erlebt? Sie war in einer anderen Welt. Völlig in einer anderen Welt, hä? Ja. Zwei Kolleginnen von der Erina, Moa und Misa, kommen dazu. Zusammen posieren die drei Maskenmädchen in ihrem Bühnenlook. Also, sie mit den berühmten Count Joshi-Figuren, dann sie zu werben. Und schon geht's weiter zum nächsten Auftrag. Die zweite Station an dem Morgen ist ein sogenanntes Maid Café. Eine beliebte Attraktion in diesem Quartier. Heute machen wir Werbefotos für diese Touristenkarte von Akihabara. Die Cam & Josh-Karte. Okay, so these are Cam & Joshi. Das sind Empfehlungen, sozusagen, ja. Wo Cam & Joshi machen. Sie führen das Publikum genau. Jetzt quasi durch das Quartier? Genau, mit ihren Empfehlungen theoretisch. Ja. Okay. Dienstmädchen. Das ist die Uniform der Kellnerin im Maid Café. Irgendwie dienst mir leid. Viel Zeit für Mitleid habe ich allerdings nicht. Mit ihren Gummischuhen laufen Cam und Josh zu ihrem nächsten Auftrag, in einem Spielzeugladen. Ich frage mich, ob die jungen Frauen sich eigentlich bewusst sind, auf was sie sich einlassen, wenn sie sich für eine Karriere als Idol entscheiden. In der Beruf gibt es die Möglichkeit, die Träume wirklich auch zu leben, ein Stück weit. Aber es ist auch, wenn ich jetzt sehe, was du alles machst, ist es ein ziemlich harter Job. Körperlich ist es oft anstrengend, aber es gefällt mir. Ich habe Spaß an dieser Arbeit. Meine Motivation treibt mich an. Ohne eine einzige Pause geht es auf den Höhepunkt von ihrem Cam & Josh-Tag zu. Der Auftritt als Band in einem grossen Eventsaal. Einen Lohn gibt es nur für die ältesten Mitglieder, die über 20 sind. Und auch das ist nicht viel, 2'000 Franken im Monat. Dafür, sagt der Manager, bekommst du eine Ausbildung und Kost und Logis. Cam & Josh wohnt nämlich im Haus vom Management. Zeit für ein Privatleben bleibt da nicht. Die Erina sagt, ein Partner oder sogar Kinder kommen für seinen Moment nicht in Frage. Magst du überhaupt noch nach dem langen Tag? Fight!
Sie schaut zwar fröhlich drin, aber irgendwie habe ich trotzdem ein komisches Gefühl. Du hast mir gesagt, zum Teil fängt er schon mit 9 Jahren an und wohnt dann auch tatsächlich beim Management, wohnt mit anderen Girls zusammen, im gleichen Haus, wo das Management ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Gehen die Eltern die einfach ab und die sind dann vollständig bei euch, Tag und Nacht, die ganze Woche? Ja, so ist es. Wir übernehmen die Verantwortung für die Erziehung anstelle der Eltern. Aber wenn jetzt am Abend müssen wir eine Fashion-Show machen, sie treten auf als Sängerinnen und morgen genau das gleiche Programm wieder und das 7 Tage in der Woche. Wie könnt ihr auf die Gesundheit von diesen jungen Frauen schauen, zum Beispiel? Nicht alle arbeiten jeden Tag. Die Neunjährigen nur einmal pro Woche. Erina ist momentan sehr viel beschäftigt und arbeitet täglich. Wir helfen ihr auch, wenn sie zum Beispiel Zeit braucht für eine Massage oder Zeit zum Essen. Erina hatte eine Augenkrankheit und wir haben einen guten Arzt für sie gesucht. Wir kümmern uns gut um unsere Mädchen. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, sie werden im Business behandelt wie eine Ware. Das Einzige, was mich ein bisschen versöhnt, ist die Stimmung hinter der Kulisse. Die ist ein bisschen in einem Klassenlager. Und das hat ja irgendwie auch etwas Fröhliches. Sind das Menschen oder Maschinen? Die Stimme aus dem Off stellt die richtige Frage. Im vorwiegend männlichen Publikum sind solche Fragen im Moment wahrscheinlich egal. Es will sich jetzt einfach gehen. Mir brummt der Kopf. Die ersten Tage in Tokio waren sehr intensiv. Ich hatte Tausende an jeder Rücken und die letzten Nächte nur sehr wenig geschlafen. Ich bin froh, hinter Dennis und ich schon vorher beschlossen, nach der ersten Woche in Tokio ein paar Tage aufs Land zu fahren. Im Quill vom Bahnhof Shinagawa suchen wir den Weg zum Shinkansen. Das ist der japanische Hochgeschwindigkeitszug, der vom eigenen Schienennetz bis zu 320 Stundenkilometer schnell fährt. Konnichiwa. Vor dem Einsteigen machen wir es wie die Einheimischen. Wir kaufen auf dem Perro eine Bento-Box. Eine kleine Drucke voll mit lokalen Spezialitäten. Takeaway auf Japanisch. Sehr gesund und für 10 Franken auch relativ günstig. Du darfst nicht dort laufen, du musst rein. Aha. Der Shinkansen ist ein Wunderzug. Auf einen Zentimeter genau da, wo es auf dem Perro gezeichnet ist, ist die Tür zum Einsteigen. Und auf die Sekunde genau fährt der Zug wieder ab. Präziser geht's fast nicht. Also im Japanischen tust du immer so im Kreis umessen. Merkst du? Also man würde mit wo und links oder oben rechts? Links. Ja. Ich würde beim Reis anfangen, ich weiß nicht, was korrekt ist. Es ist alles sehr fein, aber mal ein bisschen süßlich, mal ein bisschen salzig, mal ein bisschen säuerlich. Ich liebe es. Und darum musst du eben auch im Kreis essen, ja, um deine Zunge wieder auffrischen. Süß, salzig, sauer. Die Fahrt im Shinkansen ist herrlich. Langsam entspanne ich mich. Ich denke zurück an die intensiven Tage und Nächte in Tokio und die Menschen, die ich hier kennengelernt und für mein Buch fotografiert habe. Haruka Christine, der japanisch-schweizerische Fernsehstar. Der Hugo, der zwei Jobs macht, um zu überleben. Der Yuki, der Mr. Japan-Kandidat, der Fischverkäufer ist. Und kam Josh, der für einen Witzraum einen hohen Preis zahlt.
Von Tokio sind wir mit dem Zug auf Toyama im Westen gefahren. Jetzt sind wir mit dem Auto unterwegs ins Bergdorf Ainakura. Übermüdet und im Linksverkehr. Kannst du mir aus meiner Jacke linke Seite das Reisköchli rausgeben? Ich habe gerade einen Hungeranfall. Das finde ich schon cool, die Snacks. Also, weißt, du, du bist in die Dinger reingefahren. Oh, was? In was? Die orangen Böbel auf der linken Seite. Nein, das kann nicht sein. Schau, der Spiegel ist verschoben. Hä? Was? Du bist reingefahren. Nein, ist nicht verschoben. Ich habe es gehört. Okay. Hä? Böhm. Böhm hat es gemacht. Und das japanische Navi ist gewöhnungsbedürftig. Also, schau, falls alles nicht verhebt, dort sind Berge. Und in die müssen wir. Wir übernachten in einem privaten Haus von einer Gastfamilie, einem Minjoku. Im Begriff sind hier die Übernachtung, die Nacht und das Morgen. Bed and Breakfast auf Japanisch sozusagen. Wie in allen traditionellen Häusern in Japan schläft man auf einem Futon auf dem Boden, der mit Tatami-Matte ausgelegt ist. Wow! In meinem Zimmer hat es noch etwas Besonderes. Hinter drei Schranktüren versteckt sich ein sehr aufwendiger buddhistischer Schrein. Eine Art Hausaltar, wie es in den meisten japanischen Häusern gibt. Arigatou. Sie sagt, das Zimmer mit dem Altar, mit dem Hausaltar, ist das Schönste, das man den Gästen geben kann. Plötzlich streckt ein Mann Kopf durch die Türe. Konnichiwa, konnichiwa. Es ist der Hiroshi, der Mann von der Mayumi Yamazaki. Ich sage ihm, mir gefällt sein Haus und er erklärt mir ein paar Eigenheiten. Durch das, dass der Rauch aufgestiegen ist und das Holz so eigentlich geschwärzt hat, sind alle Würmer und alle anderen Viecher, die das Holz kaputt machen, sind dann weg. Alles aus Holz und keine einzige Nägel. Nicht ein Nagel. Und das habt sogar auf dem Dach. Wunderschön. Okay, das ist nicht Stroh, sondern das ist von einem Baum, der Kaya genannt wird. Das ist eine Nusseibe auf Deutsch. Das wird da drauf gelegt in Schichten. Es scheint ein gutes Material zu sein. Dächer isolierend hervorragend, sie haben den Schnee ab und sie sind wasserdicht. Es ist kalt, zu Ainakura. Eine Heizung gibt es in den japanischen Häusern nicht, nicht einmal in den Bergen. Aber zu kalt haben, müssen wir in der Nacht trotzdem nicht. Aus dem Feuer, wo sie den Fisch für die Nacht braten, nimmt Mayumi Yamazaki ein Stück Kohle und legt es in einen Tonbehälter. Die traditionelle japanische Bettflasche gibt es die ganze Nacht wunderbar warm. Am nächsten Morgen schneit es. Eine gute Gelegenheit, für eine der heißen Quellen zu Japan zu gehen, ein Onsen. Viele Japanerinnen und Japaner gehen für ihr tägliches Wasch- und Baderitual in ein solches Bad. Das ist jetzt Vorräumchen. Du kannst dich parat machen. Also abziehen. Genau. Das abziehen. Okay. Das kleine Tuch kannst du mitnehmen. Mhm. Und dann da musst du dich vom Kopf bis Fuß waschen, wo du reingehst. Du hast ein Tattoo? Ja. Will? Ist in Japan noch etwas schwierig, wenn du ins Bad willst gehen. Also schwierig im Sinne von? Es wird halt assoziiert mit Yakuza, also mit der japanischen Mafia. Und das nur die Bösen? Das ist oft verboten, ja. Aber kannst du es probieren? Ich wage es. Zum Glück hat es an diesem Morgen auch nicht so viele Leute im Onsen.
Das Waschen vor dem Bad ist sehr wichtig. Dabei wird nicht nur der Körper, sondern auch der Geist gereinigt. Erst wenn man ganz sauber ist, geht man ins heiße Bad. Ein schönes Ritual. Und man kann sich herrlich dabei entspannen. Wir sind bereit für die Fortsetzung von unserem Abenteuer. In der nächsten Folge reise ich in die Küstenstadt Onagawa im Nordosten des Landes. Die Stadt wird neu aufgebaut. 2011 hat der Tsunami sie komplett zerstört. Man sagt ja, die Japaner seien ein arbeitsames und sehr effizientes Volk. Wie wahr das ist, kann ich gerade selber erleben. Ich bin nämlich dabei, wenn ein Shinkansen geputzt wird. Und ich treffe eine starke Frau. Gyoko Okamoto zeigt mir, dass Aikido nicht nur Sport, sondern auch eine Philosophie ist. Japan mit Globetrotter. Am Spezialist für maßgeschneiderte Reise weltweit. Globetrotter.ch